Ja, um den Punkt der Verantwortung, der Eigenverantwortlichkeit und die Wichtigkeit der Annahme und Akzeptanz der eigenen Verantwortung dem Leben gegenüber nochmal hervorzuheben und nochmal zu verdeutlichen, möchte ich hier noch einen weiteren Punkt diesbezüglich ansprechen, und zwar den Punkt der Motivation. Es ist interessanterweise oder im Grunde nicht erstaunlicherweise immer wieder so, dass gerade bei Themen wie Gleichheit, Gleichwertigkeit des Lebens, das Leben in Einheit und Gleichwertigkeit miteinander, nebeneinander, gleichberechtigt als Menschen, Tiere, Pflanzen, das ganze Konglomerat von Lebensformen, die hier auf dem Planeten existieren, dass dies gerne argumentativ in Frage gestellt wird. Zunächst einmal natürlich mit der Existenz der Wirklichkeit, so wie sie ist, der Realität, so wie sie sich derzeit darstellt, wie der Mensch die Welt geformt hat und wie der Mensch die Welt interpretiert hat. Denn das ist ja im Grunde das Gleiche. Die Interpretation ist die Grundlage für die Manifestation, für die Formung der Welt durch den Menschen. Und es wird einerseits damit argumentiert, dass dies ja nun mal so sein müsste, weil es ja schon immer so ist, was natürlich so nicht stehen bleiben kann, denn wie schon oft besprochen, das soll auch nicht Gegenstand dieses Vlogs sein, ist der Mensch ein Wesen, das zur Entscheidung fähig ist und das sich über seine Handlungen und die Folgen seiner Handlungen bewusst sein kann, werden kann. Und mit dieser Bewusstheit über die Folgen, Konsequenzen der eigenen Handlungen auch schöpferische und gestalterische Macht besitzt und mit dieser Macht sozusagen auch natürlich die Verantwortlichkeit einhergeht. Und da ist dann halt wiederum die Frage, ob er bewusst, absichtlich seine Verantwortung aus dem Weg gehen möchte, sie ignoriert und aus purem Selbstinteresse selbstzerstörerisch handelt, oder ob er sich dafür entscheidet, die Verantwortung zu übernehmen, sozusagen ein Mensch zu werden, ein lebendes, aktiv lebendes, verantwortliches Lebewesen zu werden. Die andere Argumentation ist immer die Frage nach der Motivation. Betreffend das Equal Money System beispielsweise, gleichgerechtes Geldsystem als Grundlage für das menschliche Leben, für gleiche Würde, für gleiche Möglichkeiten, für gleiche Chancen, gleichgerechte Teilnahme und Teilhabe am Leben auf diesem Planeten, auf dieser Erde, wird immer wieder gerne argumentiert, wo soll denn die Motivation herkommen? Was soll denn die Menschen motivieren, überhaupt noch irgendwas zu schaffen, überhaupt noch irgendwas zu kreieren und irgendwas zu tun? Nun, die Motivation muss natürlich und sollte natürlich immer das Leben selbst sein. Die Motivation, überhaupt morgens aufzustehen und etwas zu tun, sollte die freudige Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben sein. Das ist ein Idealbild natürlich, das überhaupt nicht existent ist auf dieser Erde, zurzeit in unseren Systemen. Das ist ein Bild, das versucht wird oder scheinbar versucht werden soll, durch das Geldsystem, durch den Kapitalismus in unserer Welt, zu erreichen, was absolut utopisch ist, was mehrfach widerlegt ist, dass dies überhaupt möglich sei, dass es einzig und allein eine Bevorteilung einiger weniger ist, die auf Kosten der anderen, dem Großteil, des Großteils der Welt leben und existieren und selbst unter den Eliten dieser Welt
ist es mittlerweile schon so, dass von den Eliten selbst nur ein geringer Bruchteil tatsächlich so viel Geld besitzt, dass sie theoretisch, wenn sie sich tatsächlich erfüllt und zufrieden und glücklich fühlen würden, den Luxus erlauben könnten, jeden Morgen tatkräftig aus Freude am Leben, freudig erregt sozusagen, in das Leben einzutauchen und an einem Leben teilzuhaben. Das ist ein absoluter Trugschluss, dass dies zu erreichen wäre mit dem kapitalistischen System, durch das kapitalistische System. Allein schon die Werte, die verkauft werden, die zufrieden machen sollen, die dazu führen sollen, dass der Mensch ein zufriedenes, bequemes, angenehmes Wohlstandsleben führt. Allein schon die Werte, die durch das System kreiert werden, sind völlig falsch, sind überhaupt nicht in der Lage, den Menschen das zu geben, was dazu notwendig wäre. Das Einzige, was tatsächlich dazu in der Lage ist, den Menschen zu einem erfüllten Dasein, zu einer motivierten Teilnahme am Leben zu bewegen, ist die absolute Freiheit in Gleichwertigkeit ohne jegliche Restriktion, Limitation durch Konkurrenzdenken, durch Wettkampfdenken in dem Sinne, dass man durch Status versucht, eine Anerkennung in der Gesellschaft zu erreichen, die einen selbst über das Level anderer hebt. Das heißt, indem man auf andere herabblicken kann und sich dadurch sein Selbstbewusstsein, seine Selbstfindung, seine Selbsterkenntnis dadurch herbeiführt, dass man sich als etwas Besseres, als etwas Reicheres, Mächtigeres, Stärkeres fühlt als beispielsweise ein Großteil der Bevölkerung. Ja, Motivation. Das ist die Motivation, die der Mensch versucht zu rechtfertigen damit, dass diese Motivation ihn fortbringt, dass diese Motivation den Fortschritt antreibt, dass diese Motivation die Entwicklung des Menschen vorantreibt. Doch muss man sich natürlich fragen, was ist diese Entwicklung des Menschen? Wo ist diese Entwicklung zu verzeichnen? Wo ist tatsächlich eine Weiterentwicklung im Sinne einer Kultivierung, das heißt einer Verbesserung des Menschen, des einzelnen menschlichen Wesens innerhalb dieser Strukturen? Und man muss feststellen, dass die Grundprinzipien menschlicher Handlungsweise, die Grundidee des Überlebenskampfes, des Eigennutzes um jeden Preis sich überhaupt nicht entwickelt hat, sich überhaupt nicht verändert hat. Das heißt, seit der Mensch so lebt, seit der Mensch diesen Strukturen folgt, kreiert er um sich herum Systeme, ausschließlich Systeme, die kontraproduktiv sind, wenn man das als Maßstab und als Ziel nehmen würde, nämlich die Kultivierung, die Weiterentwicklung, die Fortentwicklung und die Verbesserung des Menschen oder des menschlichen Zusammenlebens. Denn die Systeme, die entwickelt wurden und werden, sind Systeme der Ausbeutung, der Vernichtung, der gegenseitigen Zerstörung mit dem Ziel, sich selbst als die Selbstidentifikation, die man für sich gefunden zu haben glaubt, entweder als einzelne Persönlichkeit, als Gruppe, als Mensch, als Nation, als Rasse, für sich selbst das Beste und alles am besten herauszuholen, die Macht zu besitzen und genügend Macht zu besitzen, dass man den Rest, also all die anderen, von denen man sich abgegrenzt hat, benutzen, ausnutzen und ausbeuten kann zu seinem eigenen Wohl und um sein eigenes Dasein zu verbessern in der Form, dass man sich Bequemlichkeiten und Komfort und Reichtümer und Überfluss erlauben kann, den sich andere nicht erlauben können. Das alles hat überhaupt nicht dazu geführt, dass der Mensch sich in irgendeiner Form weiterentwickelt hätte. Der Mensch als das Wesen, das er ist, die Persönlichkeitsstrukturen, die Grundprinzipien, die Grundmuster haben sich überhaupt nicht verändert.
Es wird viel theoretisiert, es wird viel philosophiert. In den Bereichen auf der Erde, in denen die Elite der Bevölkerung, der Weltbevölkerung sitzt, haben sich die Menschen den Luxus erlaubt oder können sich die Menschen den Luxus erlauben, Theorien aufzustellen, Philosophien aufzustellen, Sozialtheorien und Sozialwissenschaften zu entwickeln, die darlegen sollen, wie der Mensch denn idealerweise leben könnte und sein könnte. All das ist aber überhaupt nicht relevant für die Realität und für die Praxis, für die praktische Umsetzung. Denn all das basiert natürlich auf dem Erhalt der ausbeuterischen und zerstörerischen Strukturen. Also, was ist die Motivation in einem gleichgerechten Geldsystem, in dem jedem Menschen grundsätzlich das Leben garantiert wird, in der Form, dass ein Überlebenskampf im Sinne von, wie bekomme ich mein täglich Brot, wie bekomme ich meine Unterkunft finanziert, wie kann ich würdevoll, gleichberechtigt am Leben, auch am demokratischen, politischen Prozess des täglichen Lebens teilnehmen, indem diese Fragen nicht mehr relevant sind, weil das garantiert ist von Geburt an, quasi als angeborenes Grundrecht, was es ja ist, wenn man dem logischen Menschenverstand, dem gesunden Menschenverstand folgt, ist natürlich jedes Lebewesen, das geboren wird aus diesem Planeten, von diesem Planeten, gleichermaßen berechtigt, hier mit dem Planeten und ja, es ist schon wieder eine Abtrennung, wenn man sagt, mit dem Planeten, auf diesem Planeten zu leben, sondern so in der Form, in der dieses Wesen existiert und geboren wird und entsteht, zu existieren. Natürlich, wer oder was sollte dieses Recht absprechen, wenn nicht der wahnhafte Geist des Menschen, das wahnhafte Bewusstsein des Menschen, dass sich alle erdenklichen logischen Konstrukte zusammenhämmert, die einen Anschein von Logik, von Richtigkeit, von natürlicher, grundlegender Berechtigung erwecken, sich über alle anderen Lebewesen zu stellen. Nichts davon kann wirklich dem gesunden Menschenverstand standhalten. Es gibt keine Begründung, es gibt keine Rechtfertigung für das Verhalten, das der Mensch an den Tag legt. Im Gegenteil, es ist verwerflich in höchstem Maße und es zeigt in höchstem Maße, dass keinerlei Entwicklung und Fortkommen des Menschen überhaupt jemals stattgefunden hat. Die äußeren Begebenheiten, die äußeren Konstrukte, die Entwicklung, die Industrialisierung, die Technologisierung, all das ist natürlich ein Ergebnis des theoretischen Potenzials des Menschen, der Entwicklungsfähigkeit und dessen, was er schaffen und kreieren kann. Aber die Art und Weise, wie es sich darstellt, wie es benutzt wird und wie es auch in welche Richtung es geht, ist gezeichnet durch die Zurückgebliebenheit der menschlichen Entwicklung, von dem infantilen Stadium der menschlichen Entwicklung. Und das ist keine natürliche Entwicklung, das ist kein natürlicher Zustand, sondern das ist ein bewusst und absichtlich immer wieder gestützter und herbeigeführter Zustand aufgrund der Ablehnung der Verantwortlichkeit, der Ablehnung der Verantwortung gegenüber dem Leben, und zwar jedes Einzelnen. Und ganz besonders derer, die zufälligerweise in Gebieten dieser Erde leben, wo sie Nutznießer und dieser Systeme sind, wo sie die Vorteile dieser Systeme für sich nutzen können und für sich in Anspruch nehmen und auch entgegen all der tatsächlichen und offensichtlichen Konsequenzen weiterhin behaupten, sie würden ihren Menschenverstand benutzen, sie würden intelligente Wesen sein, sie wären vernunftbegabt und intellektuell, was auch immer, weiterentwickelt als vielleicht andere Lebewesen oder auch andere Menschen. Und aus Feigheit, Faulheit und
auch aus Angst natürlich ihre Verantwortung dem Leben gegenüber ablehnen. Wir leben jetzt nur glücklicherweise in einer Zeit, in der es kaum noch möglich ist, mit, wenn man weiterhin ernst genommen werden möchte, die Systematik, und das ist Kernsystematik, ist natürlich zu erkennen im Geldsystem, im weltweiten Geldsystem, dem kapitalistischen System, das mittlerweile den ganzen Erdball umspannt, in seiner Form, seiner Ausprägung. Es ist nicht mehr möglich, wenn man noch ernst genommen werden möchte, diese Systematik weiter zu verteidigen und zu glauben oder zu vermitteln, dass auf diese Weise irgendwo noch ein Licht am Ende des Tunnels auftauchen würde. Es ist offensichtlich nicht zu übersehen, dass diese Systematik dem Ende zugeht, dass das absehbare Ende nicht mehr lange auf sich warten lässt. Es war schon lange absehbar natürlich, die Entwicklung wurde schon vor langer, langer Zeit vorausgesagt. Und die Krisen und die Zusammenbrüche und die ganzen Rettungsversuche und Rettungspakete und so weiter und so fort. All das, was heute gemacht wird in der öffentlichen Politik, in der Weltpolitik, international, das mutet eher lächerlich an, wenn man das beobachtet. Es muss wohl noch sehr viele Menschen geben, die das Vertrauen noch nicht ganz verloren haben in diese Systeme. Natürlich sind das oftmals die Menschen, die noch genug besitzen, die noch genug ihr Eigen nennen, die glauben, dass sie und vielleicht sogar noch ihre Nachfolgegeneration noch einen Vorteil aus diesem System ziehen kann. Doch das ist natürlich auch Wunschdenken, das ist natürlich auf sehr, sehr dünnem Eis gebaut, diese Vorstellung, diese Idee, dass da noch irgendwas zu machen wäre. Ja, Motivation ist dann natürlich ein gutes Stichwort, wenn man hier noch von Motivation sprechen will, von Motivation durch Geld. Natürlich kann man jemanden in einer Welt, in einem System, in dem Geld alles bedeutet, in dem ich ohne Geld mein Recht zu leben verliere. In dem Moment, wo ich kein Geld mehr habe, bin ich sozusagen tot. Ich bin gesellschaftlich tot, ich bin kulturell tot, ich bin, was Bildung angeht, sind mir die Hände gebunden. Ich bin quasi nicht mehr berechtigt, am Leben teilzuhaben. Natürlich kann ich in einem solchen System die Menschen völlig versklaven. In dem Moment, wo ich mehr habe als jemand anderes und in dem Moment, wo ich auch nur etwas habe und jemand anderes nichts, ist er völlig in meiner Macht, ist er mir völlig ausgeliefert. Es wird auch den Menschen nicht beigebracht, wie man eigenständig denkt, wie man eigenständig handelt und eigenständig lebt, sondern die ganze Systematik ist natürlich darauf ausgelegt, den Menschen zu entmündigen und all seine Verantwortung auf Institutionen und auf die Gesellschaft, was auch immer das sein mag, zu übertragen. Also es ist natürlich möglich, jemanden zu motivieren. Doch was für eine Art Motivation ist das, wenn ich jemanden quasi die Pistole auf die Brust setze? Ich sage ihm quasi, entweder du verwirkst dein Recht zu leben, jetzt, hier, gleich und sofort, und zwar real, oder du arbeitest für mich, oder du arbeitest hier oder da, oder du machst diesen Job und machst den Job, weil der gemacht werden muss, damit wir unsere Forschung betreiben können oder damit wir unsere tollen Entwicklungen vorantreiben können. Ja? Muss jemand unsere hier die Klos in dem Bürogebäude putzen oder jemand muss, ja, auf Deutsch gesagt, unsere Scheiße wegmachen, damit wir hier weiter in Ruhe arbeiten können. Ja, und das ist der Fortschritt, das wird als fortschrittlich bezeichnet, wenn man solche Entwicklungen vorantreibt auf die Art und Weise, dass man die Menschen versklavt. Nicht nur das, es werden natürlich auch nur diese Art Forschung überhaupt vorangetrieben, das wissen wir ja schon lange. Ob das jetzt die Pharmaindustrie ist, die nur Medikamente herstellt für Krankheiten, wo sie auch wirklich Geld mitverdienen kann. Wirklich ernsthafte Krankheiten, wo vielleicht nur ein geringer Prozentsatz der Menschen betroffen ist. Da wird überhaupt gar keine Forschung oder nur ganz wenig betrieben. Und wenn, dann sind diese Medikamente natürlich so extrem teuer, dass sie sich kaum jemand leisten kann. Mal ganz abgesehen davon, dass man diese Forschung vielleicht gar nicht als Forschung bezeichnen kann, weil ja hier einfach nur
das Leid der Menschen, das Elend der Menschen ausgenutzt und ausgebeutet wird oder aber auch mit Angst gearbeitet wird in den Medien durch Werbung, durch massive Bedrängung der Menschen, ihnen Sachen aufgezwungen werden, die sie vielleicht gar nicht brauchen. Aber das sind alles andere Themen. Was ist das für eine Motivation, wenn ich jemanden zwinge, etwas zu tun? Beziehungsweise, was kann ich erwarten, was daraus wird? Kann ich denn wirklich erwarten, dass der Mensch sein ganzes Potenzial benutzt, dass der Mensch sein ganzes Potenzial einsetzt, seine ganze Kraft und Begeisterung, das, wozu er wirklich fähig ist, einsetzt, in seine Arbeit hineinbringt, wenn er das nur tut, um nicht zu sterben, wenn er es nur tut, weil er dazu gezwungen ist? Kann ich denn ernsthaft glauben, dass das wirklich die Motivation hervorbringt, die ich brauche oder die ich mir da vorstelle? Ja, diese ganze Argumentation hinkt schon von vornherein, denn in dem Moment, wo ich diese Frage stelle, wie soll ich denn den Menschen motivieren, etwas zu tun, überhaupt etwas zu schaffen oder zu arbeiten, wenn ich mit dem Druck des Geldes und mit dem Druck seiner eigenen Existenz, wenn ich ihn nicht quasi in seinem Leben bedrohe, diese Aussage bedeutet schon erstens, dass ich für mich ein Menschenbild akzeptiert habe, das mir total die Türen versperrt, mich überhaupt irgendwie in irgendeiner Form noch weiterzuentwickeln. Ich habe die Tür schon längst zugemacht, ich habe schon längst für mich beschlossen, ich bin quasi nicht mehr und nicht weniger als ein mehr oder weniger lebender Fleischkloß, der sich von der Systematik, vom System, von der Maschinerie treiben lässt und antreiben lässt und hier und da zwingen lässt, dies oder jenes zu tun. In dem Moment disqualifiziere ich mich ja eigentlich schon von Leben oder vom Menschsein oder von dem, wovon ich vielleicht ausgehe. Im Hintergrund oder im Hinterkopf gehe ich ja davon aus, dass ich von etwas spreche, von einem Menschen spreche, von einer hochentwickelten Spezies spreche. Ja, denn ich argumentiere ja mit dem Fortschritt und mit der Entwicklung und mit dem Vorantreiben der menschlichen Triebkraft und was auch immer, der Kreativität. Aber auf der anderen Seite unterstelle ich ja, beziehungsweise lege ich dem Ganzen diese Argumentation zugrunde, ein Menschenbild, das dem völlig widerspricht, das dem völlig entgegensteht. Also ist dieses Argument, diese Frage an sich schon, hebelt sich schon selbst aus. Aber man kann ja mal weiterspinnen, man kann ja mal weiterdenken, was ist das für eine Motivation? Natürlich kann ich nicht davon ausgehen, dass ein so gezwungener Mensch, der so zur Arbeit gezwungen ist, sozusagen, nicht sein ganzes Potenzial da hineinsteckt, dass er sich nicht hundertprozentig der Arbeit hingibt, dass dahinter keine Leidenschaft steckt, keine Hingabe. Ja, das, was ja eigentlich vielleicht die menschliche Kreativität und das menschliche Potenzial ausmachen könnte. Wahre Motivation, die tatsächlich das bewerkstelligt, wovon hier scheinbar gesprochen wird oder werden soll, kommt vom Leben selbst, von der Erkenntnis, für das Leben zu leben. Das bedeutet, sich seiner Verantwortung in jedem Moment, jeden Tag und auch jeden Morgen bewusst zu werden. Indem ich in den Tag hineingehe mit der Motivation, für das Leben zu existieren. Und das bedeutet natürlich, ganz praktikabel, im alltäglichen Zusammenleben zu sehen, was ist notwendig, was muss getan werden, was muss in unserer Gemeinschaft beispielsweise getan werden, was ist notwendig, das auf die Beine zu stellen, um ein würdevolles, angenehmes Leben zu ermöglichen für jeden. Und dann tue ich mich natürlich mit anderen Menschen zusammen und dann werden Gruppen gebildet, dann werden Interessensgruppen gebildet, dann werden Dinge besprochen, dann werden Dinge in die Wege geleitet. Alles von dem Standpunkt aus, von der Gleichberechtigung und von der Gleichwertigkeit allen Lebens und von dem Standpunkt aus, dass alles, was getan wird, alles, was geplant wird, dem Wohle aller zugutekommt. Und in dem Moment ist jeder gleichmäßig beteiligt, ist jeder gleichberechtigt beteiligt, ist jeder in gleicher Art und Weise seiner Verantwortung sich bewusst und motiviert, das zu tun. Denn es kommt ja jedem gleichermaßen zugute. Das heißt, es gibt keine Versklavungsmöglichkeiten mehr. Das heißt, es wird in dem System natürlich ausbeuterische Tätigkeiten nicht geben in dieser Form, denn
es wird nicht für den Profit eines anderen gearbeitet, sondern es wird gearbeitet für das Leben selbst und somit für alle, für jeden. Man muss erstmal grundsätzlich erkennen, dass das, was wir als Fortschritt bezeichnen, als fortschrittlich, die technologische Entwicklung, die Industrialisierung, all das nichts weiter ist als das Ergebnis totaler Ausbeutung und Versklavung. Man kann sich ja mal ein bisschen informieren über die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen während der Industrialisierung, dem sogenannten Standbein des Fortschritts und dem, worauf wir alle so stolz sind. Ja. Man kann sich ja mal ein bisschen informieren, historisch, wie es damals aussah mit Kinderarbeit und was das alles möglich gemacht hat. Und was die hochgepriesenen und verehrten Firmenbosse und Konzernbosse für Menschen waren und was sie von den Rechten der Arbeiter und der Angestellten so hielten. Man kann sich ja mal informieren, wer die ganzen tollen technologischen Errungenschaften, die wir so mit uns herumtragen, die Computer, Laptops, Handys, wer das produziert und unter welchen Bedingungen. Man kann sich ja mal ein bisschen schlau machen. Ich meine, wir leben ja nun mal in einer fortschrittlichen, zivilisierten Welt, in der man die Möglichkeit hat, sich weltweit zu informieren, über unterschiedlichste Quellen sich zu informieren, auch mal ein bisschen quer zu lesen und somit sich auch wirklich ein Bild zu machen, das halbwegs der Realität entspricht. Also natürlich muss einem klar werden, dass all das, was wir hier Errungenschaften nennen, nicht in dieser Form weiter existieren kann. Das ist einfach inakzeptabel. Man muss sich dann einfach in dem Moment bewusst werden, wenn ich mir etwas wünsche als Mensch, als Individuum, sage ich jetzt mal, das hätte ich gerne für mein Leben. Und ich teste dann aus, was ist alles notwendig, um das zu bekommen, um das herzustellen, um das zu gewährleisten. Und ich frage mich dann, kann ich das dann auch für jeden gewährleisten oder nur für mich? Und ich komme zu dem Schluss, dass ich das eben nicht für jeden gewährleisten kann, sondern nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen und dass für eine andere Gruppe dieser Wunsch oder diese Vorstellung eher eine Belastung bedeuten würde und dass es bedeuten würde, dass die dafür Abstriche machen müssen, dass ich das habe. In dem Moment wird es unakzeptabel, in dem Moment ist es abzulehnen. Also das, wovon hier gesprochen wird, ist natürlich keine Motivation, sondern es ist die Frage danach, wie kann ich mir in einem gleichgerechten Geldsystem oder einem System der Gleichwertigkeit Sklaven halten? Wie kann ich sicherstellen, dass genug für mich und für meinen Wohlstand arbeiten? Und da muss die ganz klare Antwort natürlich sein, überhaupt nicht. Und das ist gut so. Und das ist gesunder Menschenverstand, das ist Common Sense, das ist ganz klar das Prinzip des Lebens. Und das ist auch gar keine Frage mehr in der Selbstrealisation als das Leben. Und das wird kommen, der Mensch ist dazu in der Lage, das zu erkennen. Und wenn die Bedingungen dementsprechend geschaffen sind, dann ist es gar keine Frage, dass in einem demokratischen Prozess das angenommen werden wird. Denn es gibt dann gar keine Alternative, logischerweise mehr. Es gibt gar keine vernünftige Begründung mehr, die Gleichwertigkeit und die Gleichheit und die Gleichberechtigung des Lebens abzulehnen. Ich sage immer gerne noch Gleichwertigkeit, denn Gleichheit wird gerne, gerade im Deutschen, verstanden als ein kommunistisches Prinzip, also ein Prinzip der Gleichmacherei. Das ist natürlich überhaupt nicht, worum es hier geht. Das müsste mittlerweile aber auch schon längst klar sein. Ansonsten müsste man sich tatsächlich nochmal einhören und sich nochmal einlesen. Worum es hier tatsächlich geht, ist natürlich eine Gleichheit in Vielheit, eine grundsätzliche Gleichheit des Lebens. Die muss jedem im Bewusstsein klar werden.
im individuellen Bewusstsein natürlich auch klar werden, seiner Persönlichkeit, dass die Persönlichkeit oder die Vorstellung, nämlich genau das, einen nicht abhebt, einen nicht erhebt über andere Lebewesen oder andere Menschen. Und das ist der Grund, warum sich letztendlich fast alles darauf zurückführen lässt, dass der Mensch bisher seine Verantwortung dem Leben gegenüber nicht angenommen hat, nicht annehmen wollte, dass er ja eigentlich Angst zu haben scheint vor der Verantwortlichkeit, die natürlich da ist, die offensichtlich vorhanden ist. Es gibt einen Punkt im Leben, einen Erkenntnisstand, wo man davor nicht mehr weglaufen kann. Man kann nur noch versuchen, mit allergrößter Anstrengung ignorant zu bleiben. Doch letztendlich ist es die Feigheit und die Angst vor der Verantwortung, die den Menschen auf der Stelle treten lässt. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, immer wieder deutlich zu machen, dass Verantwortung im Grunde nicht bedeutet, etwas aufzugeben, sondern im Gegenteil, Verantwortung zu akzeptieren, die Verantwortung anzunehmen, bedeutet eigentlich, zum ersten Mal wirklich Handlungsmacht zu haben, zum ersten Mal wirklich Entscheidungskraft zu haben für das Leben, zum ersten Mal wirklich eigenständig zu sein und selbstbestimmt zu leben. All das, was der Mensch ja eigentlich versucht, was er will, eigenständig, individuell zu leben, selbstbestimmt zu sein, was er aber nicht ist und was er nicht sein kann, solange er nicht die Verantwortlichkeit dem Leben gegenüber akzeptiert. Die Verantwortung, die seine Fähigkeiten mit sich bringen. Der Verstand, das Bewusstsein, der Geist, die Intelligenz. All das bringt Verantwortung mit sich. Und all das kann nur dann wirklich genutzt werden und kann nur wirklich dann dem Leben zugutekommen, wenn es in Verantwortlichkeit genutzt wird.